kommen wir nun zum letzten Abschnitt im Kapitel 1, nämlich zur Zerlegung von Vektoren. Für die folgenden Inhalte sollten Sie auf jeden Fall intensiv mit den Grundrechenregeln für Vektoren, also sprich der Vektoraddition und Subtraktion, der Multiplikation eines Vektors mit einem Skalar, dem Skalarprodukt von Vektoren sowie dem Vektorprodukt von Vektoren vertraut sein. Im Zweifel können Sie sich diese im letzten Video zu den Elementen der Vektorrechnung anschauen. Bevor wir mit dem eigentlichen Abschnitt beginnen, möchte ich noch einmal ganz deutlich betonen, dass die Inhalte dieses Abschnitts vielleicht etwas willkürlich wirken mögen, aber tatsächlich ist es so, dass die hier vorgestellten Techniken sich durch die gesamte technische Mechanik, und zwar 1 und 2, hindurchziehen. Von daher ist es extrem hilfreich, diese Techniken hier gut verstanden zu haben. Zunächst soll die Zerlegung eines beliebigen Vektors a durch Koordinateneinheitsvektoren betrachtet werden. Dabei sind die Koordinateneinheitsvektoren als diejenigen Vektoren der Länge 1 zu betrachten, die in Richtung der Koordinatenachsen zeigen. Also ex zeigt in Richtung der x-Achse, ey in Richtung der y-Achse und ez in Richtung der z-Achse. Algebraisch ausgedrückt bedeutet das natürlich, ex ist der Vektor 1, 0 und y, 0, 1 in der Ebene und im Raum ist ex 1, 0, 0, ey 0, 1, 0 und ez 0, 0, 1. Damit lässt sich der Vektor a nun in folgender Zerlegung schreiben, nämlich im zweidimensionalen Fall ist a die Summe aus zwei Vektoren, wobei der erste Vektor in die Richtung ex zeigt und der zweite Vektor in die Richtung von ey und dieser Vektor jeweils mit einem Skalar multipliziert wird und dieses Skalar ist gegeben als das innere Produkt von a mit ex bzw. a mit ey. Und das gleiche gilt im dreidimensionalen Fall, also a ist hier die Summe aus drei Vektoren, die jeweils in die Richtung der Koordinatenachsen x, y und z zeigen und deren Koeffizient hier gegeben ist als das innere Produkt von a mit ex bzw. a mit ey bzw. a mit ez. Jetzt kurz, warum ist das so? Und das kann man erkennen, wenn man das Ganze etwas einfacher schreibt, nämlich diese Skalare in den Klammern vor den Einheitsvektoren entsprechen genau den Koordinatenkomponenten des Vektors, also im Ebenenfall ax und ay. Und auch im räumlichen Fall ist a Skalar multipliziert mit ex genau gleich ax, a Skalar multipliziert mit ey ist genau ay und a Skalar multipliziert mit ez ist genau az. Auf Basis der Grundrechenregeln mit dem Skalarprodukt sollte jedem klar sein, wo diese Ausdrücke herkommen. Geometrisch bedeuten sie natürlich, dass ax und ay bzw. dann az im dreidimensionalen Fall die entsprechenden Achsenabschnitte des Vektors a sind, den wir jetzt hier auch jeweils in die Ebene und in den Raum eingezeichnet haben. Das heißt, auch geometrisch ist klar, wo diese beiden Formeln für die Ebene und für den Raum herkommen. Die nächste Zerlegung ist vor allem für Kräfte von besonderer Bedeutung, die sich ja als ortsgebundene Vektoren ausdrücken lassen, wie wir im zweiten Video zum Grundbegriff der Kraft gesehen hatten. Dabei zerlegen wir den Vektor in eine Kombination aus Wirkungslinie und vorzeichenbehaftetem Betrag. Diese gedankliche Zerlegung von Vektoren ist in der gesamten technischen Mechanik, also TM1 und TM2, von ganz entscheidender Bedeutung und das nicht nur für Kräfte. Insofern ist es wichtig, diese hier grundlegend verstanden zu haben. Also nehmen wir beispielsweise an, EF sei der Einheitsvektor
der Kraft F und F sei nun der vorzeichenbehaftete Betrag. Dann ergibt sich der Vektor F aus dem Einheitsvektor EF und dem vorzeichenbehafteten Betrag durch skalare Multiplikation. Zum Beispiel ergibt sich dieser Vektor durch einen vorzeichenbehafteten Betrag größer als 1 oder es ergibt sich dieser Vektor durch einen vorzeichenbehafteten Betrag kleiner als 0. Mit anderen Worten gibt EF nur die Wirkungslinie vor, aber nicht den Richtungssinn, sondern der Richtungssinn ist durch das Vorzeichen von F auch umkehrbar. Häufig werden wir das jedoch nicht so explizit zeichnen, sondern vereinfacht so zeichnen, also sprich nur den Vektor F, und meinen damit aber tatsächlich einen Vektor, der in die Richtung zeigt von F, also in die Richtung des Einheitsvektors von F, und der dann tatsächlich gegeben ist durch den Vektor von F ist F mal die Richtung EF. Grund dafür ist, dass wir in dem Moment, wo wir den Vektor zeichnen, tatsächlich nur die Wirkungslinie kennen, nicht aber den Richtungssinn. Und sich dieser Richtungssinn zusammen mit dem Betrag von F dann durch das Vorzeichen ergibt. Nämlich entweder der vorzeichenbehaftete Betrag ist größer 0, dann zeigt F tatsächlich in die eingezeichnete Richtung, oder aber der vorzeichenbehaftete Betrag ergibt sich kleiner 0, dann zeigt F tatsächlich in die entgegengesetzte Richtung. Betrachten wir als nächstes die orthogonale Zerlegung eines Vektors in einer Ebene. Dabei geht es um die Zerlegung eines beliebigen Ebenenvektors in die Summe aus zwei Vektoren Axi und Aeta, wobei Axi in eine beliebige vorgegebene Richtung zeigen soll, die hier durch den Vektor Exi vorgegeben ist, der wiederum mit dem Vektor A einen festen Winkel Phi einschließt und Aeta in eine dazu senkrechte Richtung zeigen soll, die hier durch den Vektor Eeta dann gegeben ist. Also Exi steht senkrecht auf Eeta. Bildlich sieht das Ganze so aus, wie hier rechts oben abgebildet. Also wir haben einen gegebenen Vektor A und eine gegebene Richtung Xi, die durch diesen Winkel Phi hier vorgegeben ist. Und wir wollen jetzt den Vektor A zerlegen in zwei Komponenten. Die eine, die in Richtung des Vektors Exi zeigt und die andere, die in Eeta zeigt. Gemäß der Parallelogrammregel müssen wir natürlich hier jeweils das Lot fällen auf die beiden Richtungsvektoren und bekommen dann auf grafischem Wege die Lösungen für unsere Vektoren Axi und Aeta. Wie sieht das Ganze algebraisch aus? Dazu bestimmen wir die beiden Vektoren Axi und Aeta gemäß Richtung und vorzeichenbehaftetem Betrag. Die Richtungen sind klar. Die Richtung von Axi ist natürlich Xi und die von Aeta ist Eeta. Und die vorzeichenbehafteten Beträge von Axi und Aeta ergeben sich nun durch Anwendung von trigonometrischen Formeln in diesem rechtwinkligen Dreieck. Zum einen ist der vorzeichenbehaftete Betrag von Axi hier gleich dem vorzeichenbehafteten Betrag von A mal Cosinus Phi und der vorzeichenbehaftete Betrag von Aeta, der hier wieder auftritt, ist gleich dem vorzeichenbehafteten Betrag von A mal Sinus Phi. Also ergeben sich die beiden Vektoren A Xi zu A Cosinus Phi mal Exi und A Eta zu A Sinus Phi mal Eeta. Und A lässt sich jetzt exakt als die Summe dieser beiden Vektoren darstellen. Zugegebenermaßen ist das gerade Betrachtete ein sehr grundlegender Zusammenhang, der jedoch in der gesamten technischen Mechanik immer wieder automatisch eingesetzt wird, ohne weitere Anmerkung. Insbesondere lässt sich dieser Zusammenhang auch sehr gut anwenden auf die Berechnung des Vektorprodukts oder Kreuzprodukts. Und auch das wird an verschiedenen Punkten der Veranstaltung immer wieder auftauchen. Also unser Ziel ist die Berechnung des Kreuzprodukts zweier Vektoren A und B, wie beispielhaft hier rechts abgebildet. Im ersten Schritt
wenden wir unsere orthogonale Zerlegung in der AB-Ebene an. Also die Vektoren A und B spannen ja eine Ebene im Raum auf. Zu beachten ist, dass die Vektoren A, B sich im Raum befinden müssen, da das Kreuzprodukt ja nur im dreidimensionalen Raum überhaupt existiert. Aber hier spannen eben die Vektoren A, B eine Ebene auf und wir wählen nun einen beliebigen der beiden Vektoren aus. Also das funktioniert genauso für A wie für den Vektor B. Und wir wählen hier beispielhaft den Vektor B und den teilen wir auf in zwei Komponenten, wie oben beschrieben, nämlich eine Komponente B parallel, die parallel ist zu A, und eine Komponente B senkrecht, die senkrecht ist zu A. Grafisch sieht das dann so aus, wie hier rechts gezeichnet. Wir fällen das Lot von der Spitze von B auf A und finden so hier unseren Vektor B parallel. Und der Vektor B senkrecht ergibt sich hier entsprechend als der Vektor, der hier im rechten Winkel auf B parallel steht. Diese Zerlegung von B lässt sich jetzt in das Kreuzprodukt einsetzen und gemäß der Formel für die Distributivität ergeben sich hieraus dann zwei Kreuzprodukte von A, einmal mit B parallel und einmal mit B senkrecht. Nun ist dieser erste Ausdruck hier aber 0, da der Zwischenwinkel zwischen A und B parallel 0 ist und daher der Betrag gemäß der Formel des Kreuzprodukts A-Betrag mal B-Betrag mal Sinus vom Zwischenwinkel 0 sein muss. Für den zweiten Ausdruck A Kreuz B senkrecht gilt, dass der Betrag dieses Vektors gleich sein muss dem Produkt der Beträge von A und B senkrecht, da der Winkel zwischen den beiden Vektoren 90 Grad beträgt und dementsprechend der Sinus, der hier eigentlich noch dahinter stehen würde, 1 sein muss im Betrag. Wir folgern also, dass der Betrag des Kreuzprodukts A Kreuz B dem Produkt der Beträge von A und B senkrecht ist. Es fehlt also nur noch die Richtung des Vektors A Kreuz B und diese muss zum einen senkrecht stehen auf der von A und B aufgespannten Ebene und der Richtungssinn ergibt sich nun aus der rechten Handregel, also Daumen in Richtung A, Zeigefinger in Richtung B und dann zeigt der Mittelfinger in Richtung A Kreuz B und das ist in diesem Fall also in die Zeichenebene hinein.